Hallo, ihr Hübschen. Ich sitze voll in der Sonne. Die Sonne scheint. Also, heute gibt's wieder ein nächstes Video, Teil 2, 1000 Fragen an dich. Eine Kooperation, wo es dann 50 Videos gibt. A mal 20 Fragen. Und dann fange ich jetzt mal an. Genau, muss ich hier gucken. Ist es wichtig für dich, was andere von dir denken? Nein. Welche Tageszeit magst du am liebsten? Ja, das ist eine gute Frage. Am liebsten mag ich ja eigentlich die frühe Tageszeit, also morgens, wenn die Sonne scheint. Also am meisten liebe ich die Tageszeit, wenn die Sonne scheint. Ansonsten liebe ich auch die 0 Uhr Zeit, wenn man dann, so wie ich, gehe manchmal halt 0 Uhr oder 1 Uhr auch mal schön entspannt in einer Badewanne. Das ist dann meine Lieblingstageszeit, wenn ich dann mir die Badewanne gönne. 23. Kannst du gut kochen? Ich denke schon, dass ich gut kochen kann. Ich habe auch mich darin sozusagen ausgebildet oder habe eine Ausbildung gemacht als Hauswirtschafterin und da war das Kochen, gehörte dazu. Eine Großküche. 24. Welches Jahreszeit entspricht dein Typ am ehesten? Die Winterzeit, da bin ich auch geboren, glaube ich, ja. 25. Wann hast du zuletzt einen Tag überhaupt nichts gemacht? Man kann an einem Tag nichts machen. Weil, wenn du... Ich meine, das ist für mich so eine blöde Frage. Was kann man nicht machen? Man muss ja auch an einem Tag essen und trinken oder mal auf Toilette gehen. Also dann wäre, wenn ich da nichts machen würde, würde nicht mal ich im Bett liegen. Das wäre ja auch dann nichts. Also das ist ja auch eigentlich was, weil du dann im Bett liegst oder auf dem Stuhl sitzt. So ist das für mich eine, naja, komische Frage. Naja, 26. Warst du ein glückliches Kind? Nach meiner Sicht eigentlich schon. Ja, wirklich. Ein glückliches Kind, das gerne in der Sonne lag, auf der Wiese und in den Bäumen rumgesprungen ist. So, das war mein Lieblingsspiel als Kind. 27. Kaufst du oft Blumen? Nein, ich habe nämlich eher keinen grünen Daumen so richtig. Also ich habe zwei grünen Pflanzen, die leben noch. Das ist wundervoll. Ich versuche sie auch immer schön zu pflegen, zumindest etwas. Aber ansonsten, ich hatte auch mal so Blumen im Topf oder auch Blumen so. Also das geht also viel zu schnell ein. Also ich liebe lieber Blumen auf der Wiese, die ja, sind halt dann schön da. 28. Welchen Traum hast du? Träume habe ich viele. Und was für einen Traum ich sonst noch habe, vielleicht ein Traum jetzt wieder von schönen langen braunen Haaren, die ich mal hatte. Was noch? 29. In wie vielen Wohnungen hast du schon gewohnt? Da müsste ich nachrechnen. Nur die Wohnung oder auch ein Haus? Also ich meine Wohnung ist ja auch in einem Haus. Das ist auch ein bisschen kompliziert. Naja, ist geil. Also einmal, oh, warte mal. Ganz zu Anfang, an meine Geburt in einer Wohnung. Dann sind wir umgezogen, meine Eltern und ich. 2. Dann bin ich selber umgezogen. 3. Dann bin ich nochmal umgezogen in der Zeit meiner Ausbildung. 4. Dann bin ich wieder zurückgezogen. Also gilt das eigentlich auch, wenn man wieder zurück in eine andere Wohnung zieht? Also in der Wohnung, wo man schon mal war? Naja, ist ja geil. Also bin ich dann nochmal umgezogen. Und da nochmal gewohnt. 5. 6. Und 7. Jetzt in der 7. Wohnung. Und ich werde wohl nochmal in der 8. Wohnung ziehen. Also ich bin eigentlich da ganz gut beim Umziehen. Andererseits gibt es so einen Spruch, ne, also bei 3-mal Umzug ist man beim 3. Mal abgebrannt oder so, irgendwie so. 2-mal geht noch, 3-mal ist nicht so gut. Naja, abgebrannt. Naja, ich bin eigentlich weniger abgebrannt. Also meine Wohnung, meine ganzen Möbel sind noch da. Ich habe sogar noch dazu getan. Naja, egal. 30. Welches Laster hast du? Welches Laster ich habe? Dass ich hin und wieder mal irgendwo vorlaufe. Aber das ist eigentlich kein Laster, das ist irgendwie ein Scherz.
Also wenn ich dann mal nicht durch die Tür passe, wo die Tür breit genug ist und ich in Gedanken irgendwo vorlaufe, ist es vielleicht ein Laster. Naja, kann man sehen, wie man möchte. 31. Welches Buch hast du zuletzt gelesen? Welches Buch habe ich zuletzt gelesen? Also das ich jetzt gerade lese noch, ist einmal von Christine Westermann ein Buch. Ich weiß gar nicht mehr, wie das heißt. Irgendwas mit... Da geht noch was, glaube ich. Genau, da geht noch was. Und sonst lese ich gerade auch noch das von Susanne Hühn. Aber zu Ende gelesen habe ich das letzte Buch. Ah, ich weiß was. Welches Buch? Erfolgreich wünschen von Pierre Frank. Das war mein letztes Buch, was ich zu Ende auch gelesen habe. Und das Wasserbuch von Michaela Merten. Und die anderen Bücher, die ich halt noch im Bett liegen habe und überhaupt irgendwo liegen habe, die bin ich noch am Lesen. Da bin ich noch nicht ganz durch. Nur mal so zur Information. Da fiel mir gerade so an. Warum hast du die Frisur, die du jetzt trägst? Weil ich den Friseur gerade spare und meine Haare wieder gerne lang wachsen lassen möchte. Zumindest habe ich das Gefühl. Wobei die Spitzen müssten ja mal wieder geschnitten werden. Eigentlich, damit es auch vielleicht besser wächst. Habe ich wohl das Gefühl. Aber andererseits denke ich mir, das sieht ja, also es ist so jetzt okay erstmal. Es wächst halt. Bist du von deinem Mobiltelefon abhängig? Nein. Wie viel Geld hast du auf dem Bankkonto? 50 Euro vielleicht? 35. In welchen Land gehst du gerne? In welchen Laden? Ja, Land. Entschuldigung. In welchen Laden gehst du gerne? In welchen Laden ich gerne gehe? Im Bioladen, Leute. Wenn ich dann das Geld dafür habe, gehe ich gerne im Bioladen. Und kaufe gerne Bio-Obst und Gemüse. So. 36. Welches Getränk bestellst du in einer Kneipe? Wasser! Tut mir leid, Leute. Stilles Wasser. Also, ich meine, außer vielleicht ganz drauf an, wie die Stimmung ist und mit wem ich da bin, dann vielleicht eine Sprite. Aber das ist das höchste der Gefühle. Ansonsten stilles Wasser. So. 37. Weißt du normalerweise, wann es an der Zeit ist zu gehen? Wohin? Und welche Zeit? Ist es vielleicht Zeit, jetzt zu gehen? Und dieses Video zu beenden? Vielleicht. 38. Wenn du dich selbstständig machen würdest, mit welcher Tätigkeit? Mit der kreativen Künstlertätigkeit würde ich mich jetzt, glaube ich, selbstständig machen. Wobei ich sagen möchte, oder jetzt auch sage, ich war schon zweimal selbstständig in zwei Bereichen. Und ja, es war halt so, wie es ist. Schön und gut oder schlecht, wie auch immer. Hat Spaß gemacht. Aber jetzt würde ich sagen, in PR-Management vielleicht nochmal, keine Ahnung. Naja, ist egal. Ich werde mich vielleicht auch erstmal nicht selbstständig machen, sondern gucken, was es sonst noch gibt. 39. Willst du immer gewinnen? Nein, ich will auch mal verlieren, aber ich bin sehr positiv und optimistisch eingestellt und habe schon wieder gewonnen, Leute. Tut mir leid, es sind 25 Euro. Aber nur für ein, also es ist 25 Euro Gutschein für ein Seminar von einer Coacherin oder wie auch immer. Für Online-Kurs oder was auch immer. Aber ich habe gewonnen, Leute. Das ist schon mal was. 40. Gehst du in die Kirche? Ja, nur zum Kerzen anmachen zwischendurch. Aber sehr selten. Also früher mehr als heute. Ich war auch Messdienerin. Aber jetzt zieht mich die Kirche nur noch von außen an. Nein, Quatsch. Also, wenn es mich dahin zieht, gehe ich auch gerne in die Kirche. Oder gehe mal in die Kirche sozusagen. So, das war es dann auch wieder. Die nächsten Fragen kommen dann am 1.4. Und dann werde ich euch noch ein bisschen was erzählen, was ich dann die nächste Zeit machen werde.
Ich wünsche euch noch eine schöne Zeit und lasst es euch gut gehen. Und schaut mal hier in die Box bitte rein. Da sind noch andere, die die gleichen Fragen nur anders beantworten, weil wir halt eine Kooperation haben. Genau. Bis dahin noch eine schöne Zeit. Ciao.